Zwei Typen scheißwütend. Kein Zweifel, hier wird gleich einer reinprügeln. Siehst du den einen, seine Begleitung, sie schreit schon und sie will das Weite suchen, doch er ist zu weit gegangen. Schon hat der Zweite den Fight begonnen, reißt ihn um, kämpfen ums Leben wegen einer scheiß kleinen Beleidigung. Tritte gegen den Kopf, sieht den Gesichtsausdruck, sichtlich geschockt, wenn er sein bitteres Blut ausspuckt. Doch er steht wieder auf, es ist sein Stolz, seine kleine Holz und seine Fresse ist verbeult. Nimmt eine Flasche und er schlägt sie kaputt. Er hält sie so wie ein Messer, Alter, sieh wie er guckt. Er kann nicht hören, wie hysterisch sie kreischt. Spürt nicht, wie sie verzweifelt an seinem Arm reißt. Komm zur Vernunft, du bist gerade nicht du. Lass den Typen in Ruhe, ist doch egal jetzt wozu. Aber keine Reaktion, Wut und Testosteron. Blut an seinem Kopf, er will den Tod für den Hurensohn. Zack, er schnellt nach vorn, hat zack sich selbst verloren. Schnappt zu, der andere röchelt, fällt dann um. Was passiert? Verschwindet seine Freundin, die einzige Zeugin. Und breitbeinig läuft er hinterher wie so ein Häuptling. Langsam brüllt, denn er ist noch halb in seinem Wahn. Aber merkt nicht, dass das, was er da gerade getan hat, verkehrt ist. Langsam entfernt sich auch das Wimmern der Jetzt-Ex. Und wäre er vorher weitergegangen, hätte er jetzt Sex. Nichts zu verlieren, er rennt ihr daher. Die Treppe hinauf, doch er findet sie nirgends mehr. Er rennt zurück, wo der andere noch liegt. Und dann lädt sein allerletztes Adrenalin. Tritt ihn kaputt, gibt ihn den Rest, dann kommen ein paar Leute an aus Richtung der S-Bahn. Sehen das Geschehen, rufen, haltet ihn fest, Mann. Das ist der gottverdammte Wichser von gestern. Zwei drücken ihn am Boden mit den Knien rücken. Die anderen versuchen, den Halbtoten noch wach zu rütteln. Eine Frau sucht hastig ihr Handy aus der Handtasche. Ruft die 112, starrt auf die Blutlache. Sanitäter erscheinen ein paar Minuten später. Und auch die Cops kommen, fragen, welcher war der Täter. Stehen bleiben, ihr seid alle festgenommen aufs Revier zum Verhör. Und jetzt sagt mir, was ist passiert?